Das Ertragen von Politik und von den Politikern in Deutschland, die noch Regierung und die Opposition, CDU, CSU, hier vertreten durch Merz, der CDU-Vorsitzende, wird täglich immer schwieriger. Du kannst es fast nicht mehr ertragen. Merz äußerte, dass es ihm durchaus vorstellbar wäre, wenn im neuen Kabinett, wenn er denn Bundeskanzler wird, Robert Habeck wieder eine Rolle als Wirtschaftsminister spielen könne. Dieser Robert Habeck, der gesagt hat, er hat als Wirtschaftsminister dieses Land in Fahrt gebracht wie kein zweiter. Und er sieht seine Wirtschaftspolitik als historisch an. Da hat er sogar ausnahmsweise mal recht, denn seine Wirtschaftspolitik ist historisch schlecht. Aber Habeck ist halt nun mal dann trotzdem von Wirklichkeit umzingelt und glaubt, seine Leistungsbilanz wäre groß. Die Leistungsbilanz ist nicht nur ordentlich, sondern die ist groß. Wir sind umzingelt von Wirklichkeit. Sagst wirklich uns in dieser Form so zu verscheißern, das habe ich noch nie erlebt. Das habe ich noch nicht erlebt und das schlägt dann fast den Boden aus. Und ich frage mich aber immer noch, wer glaubt denn diesen Leuten, dass die immer noch einen Zuspruch haben, die CDU 30+, SPD und Grüne, FDP lasse ich jetzt mal weg, die ist wahrscheinlich zur Bedeutungslosigkeit, wird wahrscheinlich nicht mehr in den neuen Bundestag kommen. Aber wer wählt denn diese Leute? Jeder muss sich doch sehen, dass er sagt, Mensch, die Industrie, wiederhole es, heute früh im Morgenmagazin war es so, die Moderatorin ARD Morgenmagazin sagte, die Autoindustrie hängt ja durch. Und auch jetzt die Zulieferer, was ist denn da los? Warum ist denn das so? Ich meine, die sitzen hier in gläsernen Funkhäusern, haben ihre Gehälter, denen wird es nichts ausmachen. Aber da fragst du dich, wann wacht dieses Volk endlich auf? IG Metall, die Chefin, der größte Kampf gegen die AfD. Man begreift Kumpels und VW, die haben euch an der Nase rumgeführt. Das Problem überall, was wir in Deutschland haben, sind Funktionäre. Funktionäre bei den Gewerkschaften, Funktionäre bei den Nicht-Regierungsorganisationen, Lobbyisten, die in der Regierung ein- und ausgehen. Der Dumme ist immer der Arbeiter und der Angestellte, der zahlt die Zeche. Die Politiker, die das Ganze verzapfen, die kriegst du nicht in die Verantwortung. Und deshalb sage ich jeder, der in Verantwortung kommen sollte, ich frage jeden AfD-Politiker, den wir jetzt interviewen, wollen wir Politikerhaftung, ja oder nein? Und wenn dann einer Nein sagt, dann ist dieser Mann oder diese Frau nicht wählbar. Ich bin gespannt auf eure Meinung, was ihr dazu... Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Ne? Auch bei der AfD kann es natürlich dazu kommen, das wissen wir jetzt noch nicht, dass es auch falsche 50er gibt, die einfach nur ihr fettes Beamtengehalt kassieren wollen und die es nicht wirklich interessiert, wie es der Bevölkerung geht. Ja? Übrigens, wenn unsere aktuellen Politiker privat haften müssten für ihre Entscheidung, ja dann wäre ein Habeck jetzt schon privatinsolvent mit Nordvolt. Ein Scholz übrigens auch. Genauso wie ganz, ganz viele andere, die Milliardenverluste für den deutschen Staat beschert haben. Klimaschutz weltweit voranbringen. Jede eingesparte Tonne CO2 zählt. Und wenn es dann gelingt, in Peru CO2 einzusparen, ist das oft viel günstiger als das, was wir hier tun können. 315 Millionen Euro ausgegeben werden für Fahrradwege und Buslinien in Peru. Und man in Deutschland sagt, 800 Millionen Euro für die Landwirte und den Agrardiesel haben wir nicht mehr. Ist es tatsächlich schwer zu erklären. Reich Notre Dame, Donald Trump, der zukünftige oder wiedergewählte Präsident der Vereinigten Staaten, Staatspräsident Macron und Zelensky Ukraine. Trump dringt auf eine sofortige Waffenruhe zwischen Kiew und Moskau. Und der wird es auch umsetzen. Das ist ein Aspekt, der lässt uns etwas beruhigter in die Zukunft schauen. Und alle diejenigen, die meinen, weiter eskalieren zu müssen, macht halt Folgendes. Geht in die vorderste Frontlinie und kämpft mit und redet nicht bloß davon. Ein Merz, ein Habeck, eine Baerbock, die Außenministerin, die wir haben, eine Außenministerin, die uns überall bloß ja ein abwertendes Lachen hervorbringt, das ist überall zu sehen. Aber diejenigen, die sollten das tun. Und es ist eines mit der Wahl von Donald Trump, das Schöne, dass dieser linksgrüne Wokeness, dieser gesellschaftliche Zwang der Umerziehung, dieses wir sind Diversity, wir sind bunt und es gibt so und so viele Geschlechter und alles, das neigt sich dem Ende zu. Diese linksgrüne Presse, sie wird ja in ihrer Art immer primitiver. Das heißt, man sieht daran, dass für die in Anführungszeichen eine Endzeitstimmung hervorgerufen wird. Leute wie Restle, Leute wie die Süddeutsche Zeitung, die jetzt wieder groß schreiben, die Gefahr der AfD und wie gefährlich. Eure Zeit ist vorbei.
Ich kann es euch sagen. Die freien Medien haben dafür gesorgt und wir werden größer. Umso mehr schlägt natürlich auch die Süddeutsche Zeitung jetzt um sich, so wie ich das ja am Rande mitbekommen habe. Ich bin da nicht auf die einzelnen Videos, also habe ich nicht draufgeklickt, aber ich habe es in Thumbnail gesehen. Unter anderem der Uli investiert oder wie der heißt, ne? Kennen Sie sicherlich den YouTube-Kollegen von mir. Genauso wie ein Kolja Barkhorn von Aktien mit Kopf, all die, ich glaube aber auch Politik mit Kopf, ja. Also die größten, sage ich mal, Politikkanäle in diesem Lande waren quasi Teil einer Kampagne der Süddeutschen Zeitung, wo die halt versucht wurden, einfach schlecht zu reden. Ähnlich wie das ja auch schon eine Frau Brandner versucht hat, die da allerdings sich wahrscheinlich nicht ein Video auch wirklich angeschaut hat, sondern nur die Thumbnails einmal kurz gesichtet hat. Nicht, wenn du eigentlich auf dem Weg ins Bett bist, aber dann noch nach deiner Traumwohnung suchst und plötzlich landest du bei Immobilieninfluencern wie Alexander Raue oder Kolja Barkhorn. Ja, das ist schon mal der erste Fehler, denn Kolja Barkhorn ist, wie der Name schon sagt, wenn überhaupt ein Aktieninfluencer. Ja, er hat auch einige Immobilien, hat da vielleicht auch mal ein, zwei Videos zu gemacht, aber er ist in dem Sinne überhaupt gar kein Immobilieninfluencer, ja. Das heißt, sie hat sich ja auch hier nur ganz oberflächlich informiert versucht, die Leute hier in die Pfanne zu hauen. Ich wette, sie hat nicht ein einziges Video sich mal wirklich angeschaut und mit der Meinung von einem Kolja Barkhorn auseinandergesetzt, ja. Von daher, allein das ist schon lächerlich, aber schauen wir mal weiter, was sie uns noch so verkaufen will. Am Anfang geht es ganz unspektakulär um dein perfektes Leben. Rolex, Villa, Krypto, Gold. Aber dann merkst du, dass die auch sachlich argumentierende Medien schaffen. Regenbogenpresse, links-grün versiffte Brille. Viele Influencer mit unglaublicher Reichweite und immer die maximale Katastrophe. Mehr Klicks heißt auch mehr Geld für YouTube, weil sie die Videos und deren Klicks monetarisieren. Die Konsequenz siehst du in der Community drunter. Mir wird schlecht. Der Profiteur? 502.124 Euro verdient. Die Verlierer? Wir, weil unsere Gesellschaft vergiftet wird. Ja, liebe Franziska, wenn man natürlich ganze Zeit versucht, einen Großteil der Bevölkerung auszuschließen und die, sag ich mal, als Antidemokraten diffamiert, ja, und weiterhin eine Politik macht, die den kleinen Bürger komplett alleine lässt, dann muss man sich irgendwann auch nicht sonderlich wundern, wenn das auf negative Gegenreaktionen stößt. Das hat dann noch nicht einmal etwas damit zu tun, dass diese YouTuber gewissermaßen polemisierend die Inhalte dort darstellen, das tue ich ja auch, sondern es hat einfach damit zu tun, dass sie eine extrem schlechte Politik machen. Und natürlich ist gar kein Aufruf zur Gewalt, Beleidigung und so in irgendeiner Weise okay oder vertretbar. Aber ich sag nur so, es gibt einen Grund dafür, dass eine solch enorme Wut vorhanden ist und die liegt nicht etwa daran, dass ein Kolja oder ein Alex Raue dort irgendwie Falschinformationen verbreiten oder polemisieren, sondern es liegt an ihrer Politik und natürlich auch an ihrer Kommunikation, an der Ausgrenzung und Hetze gegen Andersdenken. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.